So, liebe Löwen, servus. Fast haben wir es geschafft. Zwei Spiele noch. Ein Heimspiel gegen Paderborn. Wenn wir das gewinnen, dann sind wir durch. Deswegen sage ich, gemeinsam drinbleiben. Kommt vorbei, kommt ins Stadion. Und dann, servus, ein Passant. Grüß Gott. Ja, da steht nachher. Das ist ein Löwe. Kennst du die Löwen? 60er. Kenn ich. 60er, ja. Wo bist du? Wie heißt du? Bernhard Winkler. Bernhard Winkler. Und Bernhard Winkler, jetzt habt ihr schon kennt. Ja gut, dann sage ich mal, wir sehen uns im Stadion, oder? Auf jeden Fall. So, Dele, einen Löwen haben wir schon mal gefangen. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt von unserer Stadt, von Minga, noch alles, was wir noch brauchen zum Nicht-Abstieg auf dem Weg zur Arena. Das Grärwalder, das Grünwalder Stadion. Und ich würde sagen, da nehmen wir uns schon mal den Geist von Giesing nehmen wir mit. Den können wir brauchen. Jetzt haben wir bei unserem Premium-Partner der Stadtsparkasse München. Pulver haben wir ja traditionell nicht als Löwen. Und interessant übrigens, die rote Linie ist wesentlich kürzer als die blaue Linie. Schon mal ein gutes Omen. Jetzt sind wir beim Herrn Zarka von der Stadtsparkasse. Und jetzt frage ich mal, was kann denn die Stadtsparkasse München den Löwen noch mitgeben für Sonntag, für Spiel gegen Paderborn, für den Nicht-Abstieg? Für Sonntag wünsche ich euch toi, toi, toi. Das muss einfach klappen. Wir müssen in der zweiten Bundesliga bleiben. Und dafür ein Glückspfennig an den Oberlöwen. Brauchen wir noch, ganz wichtig für den Sport, Vitamine, Energie, und die holen wir uns am besten am Obststand. Leider farblich alles sehr rot und gelb gehalten, deswegen habe ich ein paar Blaubeeren günstig erworben am Viktualienmarkt. Hier ist ja immer preiswert. Machen wir uns einen Blaubeersaft. Blaubeeren mit Ananas, blau für die Löwen. Vitamine, 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 schön und gut. Aber ich würde sagen, mit dem Cent von der Sparkasse können wir uns jetzt beim anderen Premium-Partner, beim Pschor, beim Hackab-Pschor vielleicht noch das Bier bezahlen, oder? Also das alkoholfreie, isotonische Bier selbstverständlich. Nur für Durst und für den Elektrolytehaushalt. Prost! Hallo, aufwachen! Jetzt trinkt der ein Bier und dann braucht er einen Mittagsschlaf. Ich glaube, ich spinne. Halbzeit ist vorbei. Was haben wir? Hütter verzichtet dieses Jahr auf Muttertag. Jetzt alternativ mit euren Buben, mit euren Männern, mit euren Vätern. Rausgehen ins Stadion und dann braucht man 50.000, 60.000 Zuschauer und dann halten wir unsere Münchner Löwen vor und dann gewinnen wir und dann sind wir in der zweiten Liga geblieben. So einfach ist. Vom berühmtesten Löwen zu den zweitberühmtesten Löwen Münchens holen wir uns noch ein bisschen Glück ab, weil in Dusel haben ja schon andere leider für sich gepachtet. Deswegen, Löwe, reibe die Schnauze, wir steigen nicht ab. Nächstes Jahr geht's weiter. Bis Sonntag im Stadion.